Auf dem hügeligen 173,9 Kilometern langen Teilstück von Dämen nach Iverdon-les-Bains setzte sich der Ausreißer-Spezialist vom Team Lotto-Soudal mit 2:04 Minuten Vorsprung vor dem Hauptfeld durch. Punkt. 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 Den Sprint der Verfolger gewann der Italiener Sonny Colbrelli, Bahrain Merida, vor dem Franzosen Samuel Dumoulin AG2R. Punkt. 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 Das gelbe Trikot des Gesamtführenden verteidigte der slowenische Zeitfahrwiese-Weltmeister Primus Roglic, Lotto NL Jumbo, der am Freitag auch als Topfavorit in das 9,9 Kilometer lange Bergzeitfahren von Oilon nach Vila geht. Punkt. 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 Kletterspezialist Emanuel Buchmann, Ravensburg-Bohrer Hansgrohe, erreichte das Ziel mit dem Hauptfeld und hat im Gesamtklassement als bester Deutscher 16 Sekunden Rückstand auf Roglic. Die 72. Auflage der traditionsreichen Rundfahrt durch die französischsprachige Schweiz endet am Sonntag in Genf. Punkt. 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 Punkt.